Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Thorsten Lobanski von ESET. Mein Vortrag heute wird heißen In the Line of Fire. Das heißt nicht nur ein alter Blockbuster-Titel aus Hollywood, sondern ich möchte Sie heute einfach mitnehmen auf die digitalen Battlefields des Ukraine-Konflikts, Fragen beantworten. Was bedeutet das eigentlich für mich, für mein Unternehmen, auch wenn ich kein kritisches Unternehmen bin? Und vor allem, was sind Konzepte, Technologien, die mir helfen, diese Herausforderungen, die wir auch schon ausgesetzt sind im IT-Bereich, zu bewältigen, zu meistern und vor allem die richtigen Konsequenzen zu treffen. Ich werde aber auch die Frage beantworten, vorhin kam NotPetya bei meinem Vorredner, was wirklich dahinter steckte. Und ich werde auch die Frage beantworten, wer die Angreifer sind. Das heißt, welche Dienste dahinter stecken bei den aktuellen Angriffen. Okay, erlauben Sie mich kurz einmal noch zu sagen, falls Sie ESET nicht kennen sollten, wer im Prinzip, wer wir sind. ESET ist der größte EU-based Hersteller in unserem Marktsegment und wir schützen über 110 Millionen Kunden weltweit. Wir sind ein extrem Research-Development-getriebenes Unternehmen, das heißt mit 13 Standorten weltweit. Und vor allem das, was ich Ihnen präsentiere, und da greife ich schon etwas vorweg, ist genau das, was unser Research-Department macht. Das heißt, Erkenntnisse sammeln, in Technologien umsetzen, etc. Und das ist auch nicht, das sind die Medien schon durchgegangen. Unser Unternehmen ist aktiv in der Verteidigung der IT-Infrastruktur der Ukraine beteiligt mit unseren Technologien und Lösungen, die dort zum Einsatz kommen. Von daher haben wir auch zweifelsfrei das beste Lagebild Osteuropa und vor allem auch Ukraine. Aber kommen wir auf den eigentlichen Punkt, Ukraine-Chronologie. Der Konflikt, der ist ja nicht erst seit Februar, sondern wenn wir zurückgehen, ich habe das in einer Slide zusammengefasst und da muss ich an den Veranstalter etwas meckern, das ist ein bisschen klein. Wenn ich diese ganzen Angriffe wirklich aufführen wollte, würde ich am Ende der Halle mit der Präsentation kommen. Von daher habe ich das einmal aufgeführt, seit 2014 die größten Erkenntnisse, die wir dort geteilt haben, die Angriffsszenarien etc. auf kritische Infrastrukturen in der Ukraine. Und wie Sie sehen, 2014, halten Sie 2014, 2015, 2016, 2022, eh mal kurz im Hinterkopf. Gut, Ukraine 2015. Einer der großen Angriffe auf kritische Infrastrukturen, auf Blackouts, den wir dort also erleben mussten, war Black Energy. Eine Malware, eine APT-Gruppierung, die eine Malware eingesetzt hat, die dazu geführt hat, dass in der Ukraine für gut, für gut 6 Stunden in 4 Regionen der Ukraine einen Stromausfall gab. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, 4 Stunden, beziehungsweise 6 Stunden, ist es viel? Jetzt denken Sie mal drüber nach, Sie haben 6 Stunden kein Internet. Sie haben 6 Stunden, ich komme aus Essen, Sie sind auf der A40E, der längste Parkplatz des Ruhrgebiets. Und jetzt haben Sie 6 Stunden, haben Sie keine Tankstellen mehr, was das bedeutet. Das heißt also auch dort ein chaotisches System, 230.000 Menschen waren betroffen. Aber was waren die Angreifer dahinter? Es sind natürlich staatliche Akteure, die dahinter gesteckt haben. Und es sind weiter Deployments, die wir dort sehen. Das heißt Weiterentwicklung permanent. Das heißt, bei diesem multi-eingesetzten E-Spionage-Tool, dieser Malware, ging es Netzwerk-Scanning für folgende Angriffe zu etablieren, zu finden, File-Stealing, Password-Stealing, Keylogger, Screenshots etc. Und man war in der Lage, auf die SCADA-Systeme zuzugreifen und dort, was Sie an den Blackouts gesehen haben, also wirklich das komplett zu übernehmen. Das heißt, die müssten uns komplett runterfahren. Und stellen Sie sich mal vor, wir machen Verteilerstationen, fahren Sie einmal runter. Das bekommen Sie auch nicht ganz trivial wieder hochgefahren. Gut, gehen wir weiter. Game Changer 2016. Und das ist wirklich, muss man sagen, technologisch ein von den Angreiferperspektive ein Meilenstein gewesen. Denn das, was wir dort gesehen haben, Dezember 2016, Angriff auf kritische Infrastrukturen, Ukraine, 75 Minuten roundabout, Blackout war die Wirkung. Aber das, was wir dort eigentlich gesehen haben, war ein anderes technologisches Konzept. Bei den Angreifern davor war es so, dass wir natürlich, klar, E-Mail etc., SMS wurden auch genutzt, um entsprechend die Opfer auf die Seiten zu locken. Aber viel interessanter bei der Industrial-Architektur wurden Backdoors natürlich genutzt. Es wurden natürlich, klar, ein klassisches Angriffsszenario, aber der eigentliche Faktor dabei, und das war komplett neu bei Industrial 1, war, dass ich direkt auf die Schalterebene gegangen bin, auf die Siemens-Steuerungsgeräte. Jetzt denken Sie sich, naja,
Setzt ihr das in der Ukraine ein? Absolut. Und das haben wir weltweit im Industriesektor eingesetzt. Das heißt, sie müssen Konzepte entwickeln, wie sie diese Systeme effektiv wirklich schützen. Das heißt, da hat man geheimdienstliche Erkenntnisse genutzt, ist draufgegangen und hat diese Maschinen, diese Language dieser Maschinen wirklich übernommen, hat sie ausgestellt. Es ging um Löschvorgänge etc. Und da kann man schon sagen, einen der großen destruktiven Angriffen, die wir dort gesehen haben. Aber gehen wir einen Schritt weiter. 2022, Wiper-Angriffe. 11 Stunden vor dem Angriff auf die Ukraine haben russische Geheimdienste Angriffe gefahren, zwar destruktiver Natur. Das heißt, es ging genau darum, nur zu zerstören mit diesen Wiper-Angriffen. Es ging nicht mehr darum, zu übernehmen, Erkenntnisse zu sammeln. Das war vielleicht noch ein kleinerer Aspekt. Da ging es wirklich darum, im Prinzip Militäreinrichtungen anzugreifen, Energieversorger anzugreifen, Nachrichtendienste anzugreifen etc. Wie war das Ganze aufgebaut? Wir hatten Hermetic Viper als klassisches Windows-Schadgut, aber wir hatten vor allem auch mit Hermetic Wizard hatten wir ganz kleine Wurmfunktionalität. Das heißt, die Verbreitung in den Systemen war für einen großflächigen Angriff und für Blackouts auch ausgerichtet. Ransomware, das by the way, die war jetzt nicht so anspruchsvoll konstruiert, da kann man schon fast von geheimdienstlicher Massenware sprechen. Aber wie viele Systeme? Wir haben über 100 Systemen, konnten wir diesen Schadcode nachweisen, Hermetic Viper, und betroffen waren 5 Organisationen. Gute Nachricht, diese Angriffe konnten abgewehrt werden. Und die letzte Time des Stamping war 28. Dezember 2021. Gehen wir jetzt aber einen Schritt zurück, nur um mal die Dimension zu zeigen, wie derartige staatliche Akteure dort agieren. So sprechen wir vom April vergangenen Jahres, wo wir die ersten Zertifikat issued, das heißt Code signed, dort nachweisen konnten. Und dies wurde im Prinzip weiterentwickelt und wurde scharf geschaltet zum Beginn des Krieges, sprich die 11 Stunden davor. Gehen wir weiter. Staatliche Akteure. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen. Staatliche Akteure, aber wer steckt da wirklich hinter? Das ist eine Auswahl der Gruppierungen, die wir dort haben. Sagen wir, Sie kennen das ja. Russische Gruppierungen werden immer mit Bären in Verbindung gebracht. Geht es im ostasiatischen Raum, dort haben wir dann eher Pandas oder wir haben Lazarus etc. Aber behalten Sie einfach die Namen. Sandworm, Gamma Redden, Telebots etc. Wer steckt eigentlich dahinter? Und das sind im Prinzip die Zeitläufe dieser Angreifer, bevor wir darauf gehen, wer dahinter steckt. Das heißt, wir erleben tagtäglich, deswegen würde diese Wand hier gar nicht ausreichen, Angriffe auf die Ukraine, die wir analysieren, die wir gemeinsam verteidigen, in dem Fall die Infrastruktur. Und das seit 2014 erleben wir diese Angriffe. Natürlich eine Dimension, noch eine ganz andere, seitdem wir den wirklich dramatischen, schrecklichen Krieg in der Ukraine haben. Und das sind die Akteure, die dahinter stecken. KGB, Nachfolger FSB, für Gamma Redden, wo Sie gerade gesehen haben, eine der wirklichen aktivsten Gruppierungen, APT-Gruppen. Wir haben den Auslandsgeheimdienst SVR, der in Duke steckt, und wir haben Sandworm. Sandworm, der auch unter anderem diese Gruppierung mit auch daran beteiligt war, was NotPetya anging, die also dem russischen Militärgeheimdienst zugeschrieben werden. Diese Erkenntnisse als Hersteller tun wir uns nicht immer schwer zu sagen, wir sind ja kein Geheimdienst, wer ist das explizit? Dann gehen wir natürlich auch auf Erkenntnisse, die wir gerade auch von amerikanischen und europäischen Nachrichtendiensten in dem Fall sammeln können, einsetzen dürfen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Relevanz hat das eigentlich für Sie? Ist ja nicht jeder von Ihnen hier in dem Auditorium Betreiber einer kritischen Infrastruktur, wobei man in Deutschland auch festhalten muss, dass sie erst ab einer Versorgeranzahl von über 100.000 eigentlich dazugehören. Aber genau das, was Sie dort sehen, kann infolge des weiteren Verlaufs nicht nur kleinere Energieversorger treffen, es kann Ihr Unternehmen treffen und Sie können als Kollateralschaden im Prinzip in Einflussnahme dort gezogen werden. Und die große Befürchtung, die in Deutschland Ermittlungsbehörden auch haben, ist ganz klar, dass kleinere Energieversorger, die nicht über SOCs etc. verzügen, große Cyberabwehrteams, dass die bereits längst in dem Fall infiltriert wurden. Eine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, ich habe da nochmal das etwas vergrößert, im 12. Oktober in diesem Jahres ergab, dass in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Konflikts wir über 253 IT-Störungen sprechen.
Das heißt also, es ging explizit auch darum, die Anzahl der Angriffe, die wir dort hatten und was zur Störung geführt hat. Auch im Bereich kritische Infrastrukturen. Und das, glaube ich, zeigt schon die Dimensionen. Denn das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben in der Ukraine, das haben wir beispielsweise auch in EU-Ländern bereits gesehen, was entsprechende Schadcode-Einsätze gegeben hat. Polen war beispielsweise von betroffen. Oder wenn wir zurückdenken, wir haben vor 4 Jahren auf der ITSE haben wir vorgestellt UEFI Rootkits. Und das waren auch explizit Waffen von Geheimdiensten, die eingesetzt wurden, um Notebooks zu infiltrieren. Und genau da setzen wir an. Sehen wir das, rollen wir sofort entsprechende Technologien aus, um das zu verhindern. Wir sind auch der Einzige gewesen damals, der entsprechende UEFI Rootkit-Schutz eingeführt hat. Okay, Kollateralschaden NotPetya. 2017. NotPetya war, und das möchte ich Ihnen einmal zeigen, in keinster Weise angedacht als Ransomware, wo man finanziell in Deutschland Unternehmen erpressen wollte. Ausgelegt war NotPetya auf 80% der Unternehmen in der Ukraine. Wir haben ja gehört, es ging ja um eine Finanzsoftware, Buchhaltungssoftware. Und es ging eigentlich darum, das tägliche Leben in der Ukraine massiv zu stören. Das ist also ein Foto eines Supermarkts. Und ich vergrößere es einmal, das war ja die Anzeige nach der Verschlüsselung dieser Ransomware. Und das, was wir erlebt haben weltweit, das heißt also diese Kollateralschäden, wir sprechen ja über 10 Milliarden US-Dollar, haben wir gerade auch gehört. Betroffen davon waren viele Unternehmen in Deutschland. International war es beispielsweise Merck North America, FedEx, Maersk, Durex. Ich hatte vorher auch überlegt, mal nachzuschauen, ob eventuell die Geburtenrate zu dem Zeitpunkt nach oben gegangen ist. Das konnte ich leider nicht an Statistischen Bundesamt Zahlen für bekommen. Reine Hypothese. Aber da sehen Sie schon, dass dieser Angriff, das, was wir erlebt haben, auch im Zuge des Ukraine-Konflikts, das heißt, dass wir Windkraftanlagen als Kollateralschäden hatten, das ist nichts Neues. Und das betrifft uns, betrifft Ihr Geschäft. Und da müssen Sie einfach Ihr Schutzniveau deutlich erhöhen, was Sie einsetzen. Denn 10% Zahlen des BMWIs, Wunsch des BMWIs ist 20% des IT-Budgets sollte für IT-Security ausgegeben werden. Stand jetzt sind wir gerade einmal bei 10%. Das umfasst Awareness, Technologie etc. Was ist unsere Einschätzung noch? Also keine Angst vor dem Wort Zero Trust Security, denn wir haben überlegt, wir müssten das einfach handhabbar machen für jede Unternehmensgröße. Was heißt das eigentlich? Der Burgwall hat schon lange ausgedient. Denn unserer Einschätzung nach ist genau das, was Sie einsetzen sollten. Das ist das Minimum, was Sie an Technologie einsetzen sollten in Ihrem Unternehmen. Die Innenansicht ist explizit erforderlich ab einer Organisationsgröße. Und natürlich auch Threat Intelligence, Frühwarnsysteme. Innenansicht, wir bieten das natürlich als ganzheitlicher Lösungsanbieter, made in EU natürlich an. Das ist von der Optik her, Sie bekommen ganz viele Mehrwerte dort. Sie bekommen also Frühwarnsysteme und vor allem, was sehr wichtig ist, wir haben heute viel über Angriffe gehört, wenn es zu einem Vorfall kommt, benötigen Sie diese Informationen für die Forensiker beispielsweise. Das nächste ist, wenn wir über Versicherungen reden, so brauchen Sie nur Ihre Versicherungspolicen einmal checken oder wenn Sie neu abschließen wollen, Sie bekommen keine Versicherungspolice einfach mehr so, ohne dass Sie eine EDR-Lösung dort einsetzen. Außenansicht. Absolut wichtig. Wenn Sie dieses aber nicht selber leisten können, dann kann nicht jeder ein eigenes SOC betreiben, dann natürlich ist es so, dass Sie natürlich auf unserem Partnernetzwerk zurückgreifen können, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dort beispielsweise, und deswegen komme ich nochmal zurück, greifen Sie auf Daten, auf Intelligence, auf Threat Intelligence Daten zurück, die neuer nicht sein können. Da, wo im Augenblick wirklich Angriffe stattfinden, auch von staatlichen Akteuren in der Ukraine. Und da sind wir der Einzige, der in diesem Fall auch dieses weite Osteuropa-Bild bieten kann. Was heißt das in Lösung? Klicke ich kurz drauf, denn da möchte ich Sie ermutigen. Ich habe das gerade mal ausgerechnet, es sind 24 Schritte zu unserem Stand dort gegenüber, wo meine Kollegen Ihnen dann diese Pyramide, das Schutzniveau, das heißt, was bedeutet das in ESET-Lösungen, was bedeutet das in ESET-MDR, was bedeutet das in MSP-Lösungen etc. Und vor allem, Sie setzen hier auf einen Hersteller, made in EU, der ganz klar das Wertesystem der Europäischen Union, demokratische Wertesystem teilt und unter diesen Wertesystemen seine Technologien entwickelt weltweit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Yeah.